So, hallo und guten Abend. Da sind wir wieder und heute sogar mal sehr pünktlich. Was haben wir heute auf dem Programm? Wir befassen uns noch einmal mit der Situation in Nordrhein-Westfalen, NRW. Dann eine Frage, die immer wieder auftaucht: Herkunftsland, Studienland oder ähnliches. Und dann etwas, was in letzter Zeit sehr häufig gefragt wurde: Was kann ich machen? Wie sieht es aus mit dem Kontakt zu den Behörden? So, dann schauen wir uns doch mal an. Was tut sich in NRW? So, kleinen Augenblick brauchen wir noch. Wir kennen ja das Problem immer wieder. Wir müssen mal ein paar Leute dazuladen. Augenblick. Dazu teilen wir das mal in unseren Gruppen. So. Damit wir unsere Kollegen auch dabei haben. Geht gleich los, Sie kennen das ja bereits. So, unsere netten Kollegen haben wir bereits dabei. Wir sind bei der Situation in NRW. Hier sehen wir mal, wie sich das zurzeit in Nordrhein-Westfalen darstellt. Wir haben also die verschiedenen Bezirksregierungen. Köln im Süden, dann haben wir Düsseldorf, Arnsberg, Münster und Detmold. Das heißt, man hat sich das hier aufgeteilt in verschiedene Approbationsbehörden. Das gibt es nur noch in Bayern, dort gibt es zwei verschiedene. In allen anderen Bundesländern gibt es jeweils eine Approbationsbehörde. Und jetzt geht man hin und macht das Gleiche, beziehungsweise zieht diese dann auch zusammen. Das heißt, in Zukunft sollen diese Sachen in Münster gebündelt werden. Wie das Ganze dort aussieht, weiß man noch nicht so richtig. Da diskutiert man noch ein ganz klein wenig drüber. Ich kann jedenfalls von den anderen Approbationsbehörden zurzeit nicht viel erfahren, wie man das koordinieren möchte. Wir hören im Schriftwechsel, teilweise auch durch die Rechtsanwälte veranlasst, dass man in Zukunft das Verfahren von Münster aus betreiben wird. Wie das dann im Detail aussehen wird, ist noch ein bisschen unklar. Gehen die Leute aus den Bezirksregierungen Düsseldorf, Köln und Arnsberg nach Münster? Wie wird man es schaffen, in Münster diese Sachen entsprechend aufzustocken? Also das könnte schon etwas schwieriger werden, aber warten wir mal ab. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, den ich auch für ganz wesentlich halte. Es gibt im Augenblick wohl ein erhebliches Problem mit der Kommunikation mit verschiedenen Bezirksregierungen. Ich habe in dieser Woche mehrere Hinweise darauf bekommen, dass zum Beispiel eine Kommunikation mit der Bezirksregierung in Münster bzw. in Düsseldorf zurzeit überhaupt nicht möglich ist. Anrufe werden dort mehr oder weniger nicht angenommen oder nicht beantwortet. Wenn man persönlich hingeht, es gibt hier einige Kollegen, die wollten persönlich Sachen abgeben, dann wird man bereits durch den Pförtner am Eingang des Gebäudes abgewiesen und man kommt gar nicht mehr in die Bezirksregierung Düsseldorf rein. Auf E-Mails wird seit Wochen, ich muss immer sagen, so wird mir berichtet, ich kann das nicht selbst nachvollziehen, nicht mehr geantwortet. Wenn man auf die Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf geht, wird man automatisch auf die überregionale
NRW-Seite umgeleitet, mit dem Hinweis, dass das in Münster demnächst erfolgen wird. Gut, warten wir mal ab, wie das aussieht und was sich da tut. Dann gibt es eine interessante Geschichte, dass ich immer wieder gefragt werde, wie sieht das denn jetzt aus mit den Ländern, mit den Herkunftsländern? Ja, Herkunftsstaat, Herkunftsländer. Ich hatte das Ganze schon mal in einer Sendung thematisiert, aber was hat sich seitdem getan oder was hat sich geändert? Also, fangen wir doch mal mit der Bundesärzteordnung an. Die Bundesärzteordnung sagt eigentlich ganz klar, dass man für die Approbation eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung im Herkunftsstaat benötigt. Passen Sie gut auf. Das bedeutet im Klartext, Sie müssen in der Ärztekammer, vermutlich in der Ärztekammer, angemeldet gewesen sein und Sie müssen eine Berufszulassung im Herkunftsstaat gehabt haben. So, jetzt ist es natürlich wieder so, dass man das auch bei der GfG, das ist bekanntlich die Gutachtenstelle, die ihre Unterlagen prüft, ein bisschen anders wohl sieht. Da heißt es, die Prüfung, ich kann es noch mal etwas größer fahren. So, da heißt es nämlich, man muss nachweisen den Berufszugang im Herkunftsland. Also nochmal den Unterschied. Die BEO sagt Herkunftsstaat. Sie können ja aus Syrien kommen und zum Beispiel in der Ukraine studiert haben. So, dann brauchten Sie auf jeden Fall im Herkunftsland eine Bestätigung. Aber es wird dann noch etwas verwirrender. Also Herkunftsstaat und Ursprungsstaat, gut, kann man diskutieren. Aber es wird dann noch etwas verwirrender. Zum Beispiel in Niedersachsen brauchen Sie die Bestätigung der uneingeschränkten Berufsausübung im Ausbildungsland. Und dann steht auch noch dabei, sowie Bescheinigung über den Abschluss des praktischen Jahres. Naja, das praktische Jahr kann durch verschiedene Sachen bestätigt werden. Es geht aber noch mal weiter. Sehen wir uns doch mal an, wie das Hessen sieht. Also Niedersachsen, Berufsausübung im Ausbildungsland. Und Hessen geht dann wiederum hin und sagt, die Berufsausübung im Herkunftsstaat. Sie sehen, das geht da ein bisschen hin und her. Spannend wurde die Sache jetzt noch dadurch, dass wir wiederum eine etwas andere Situation haben. Und zwar gibt es, war es ja früher so, dass in den GUS-Staaten, zum Beispiel Russland oder in der Ukraine, machten sie die Internatur. Das heißt, nach dem Studium folgte eine Internatur von 1 oder 2 Jahren. Das entsprach einer Facharztausbildung. Und damit hatten sie dann die Berufszulassung in diesen Ländern. Das hat sich jetzt seit 2017 geändert. Das heißt, sie bekommen in Russland zusammen mit dem Diplom eine sogenannte Akkreditierung. Und mit dieser Akkreditierung dürfen Sie den ärztlichen Beruf ausüben. Ich habe leider das Gesetz noch nicht vorliegen. Ich warte noch drauf, weil manchmal sind ja in diesen Sachen noch ein paar andere Sachen enthalten, ein paar Informationen enthalten. Auf jeden Fall wird es jetzt etwas schwieriger. Bisher konnte man die Internatur wunderbar dazu verwenden, praktische Inhalte, wenn auch nur in einem Spezialgebiet, nach
nachzuweisen. Sie wissen ja, das praktische Jahr erfordert 3 Tertiale mit jeweils 4 Monaten Tätigkeit im praktischen Jahr, durchgehende Tätigkeit. Und hier entsteht regelmäßig ein Problem. Die Approbationsbehörden und auch die Gutachtenstelle haben große Schwierigkeiten bei dem inhaltlichen Vergleich der Ausbildungsunterlagen. Sie können zum Beispiel in Deutschland selbst bestimmen, beim Antrag auf Approbation, mit welcher Universität Ihre Unterlagen verglichen werden sollen. Und jetzt ist es so, die eine Universität macht das eine Fach etwas mehr, die andere hat das andere Fach etwas mehr. Das geht also ein bisschen hin und her. Und die Approbationsbehörden haben manchmal Schwierigkeiten, das Ganze entsprechend einzuordnen. Dann beziehen die sich liebend gern aufs praktische Jahr und sagen, ja, liebe Leute, dann weist uns doch mal das praktische Jahr nach, die durchgehenden 4 Monate in Chirurgie oder Innere Medizin oder einem Wahlfach. Das heißt genauer gesagt, Chirurgie, Innere Medizin sind Pflichtteile des praktischen Jahres und das dritte ist ein Wahlfach. Und da geht es jetzt schon los. Das ist in vielen Ländern in dieser Art und Weise nicht gegeben. Und zurzeit wird es ganz spannend, bis wir mal eine Gerichtsentscheidung darüber bekommen können, ob diese 4 Monate auch verteilt werden können auf hohe praktische Anteile, wie sie in vielen Studiengängen vorhanden sind. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, das ist der Block, der muss gezeigt werden. 4 Monate, davon müssen mindestens 3 vorhanden sein. Oder kann man das machen in kleineren Bereichen? Bis wir darüber eine Entscheidung eines Verwaltungsgerichts speziell zu diesem Thema haben, wird sicherlich noch etwas Zeit vergehen. Es gibt bereits ein Urteil, das sagt ziemlich klar, eine Ausbildung muss gleichwertig, aber nicht identisch sein. Das ist also ein ganz entscheidender Hinweis. Darüber müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein, dass hier ein paar Sachen sind, die leider in der Form noch nicht geklärt sind. So, dann sind wir schon mal wieder fast durch. Hier noch ein Hinweis. Das ist die Hotline für Ihre Fragen. Die können Sie auch gerne stellen an frage@gerner.email. Da gebe ich Ihnen dann gerne die Auskunft, die Sie eventuell benötigen oder die Ihnen helfen kann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Das ist Moment, das ja, Sie können mir generell schreiben, Sie können mich anrufen. Und vielleicht jetzt noch der Hinweis, unsere nächste Sendung haben wir dann wieder am nächsten Sonntag, immer sonntags 18 Uhr, Zeit sollten Sie sich merken. Studi-Hotline ist eingeblendet. Sie können dazu Fragen stellen. Sie können natürlich auch während der Sendung anrufen und ich unterhalte mich gerne mit Ihnen. Tun Sie das aber bitte nur, wenn Sie wünschen, dass Ihr Gespräch auch von den Kollegen mitgehört und mitverstanden werden kann. Und natürlich, wenn es in kritische Bereiche geht, wir wollen niemanden beleidigen, wir wollen also auch niemanden mit irgendetwas konfrontieren, dann würde ich Sie ausblenden. So, das war's. Ihnen noch einen schönen Abend. Alles Gute, bis nächsten Sonntag.